Es ist endlich soweit, der zweite Akt von Valorant ist gestartet und dementsprechend ist der vorherige Battle Pass passé und ein neuer Battle Pass ist verfügbar. Gut, legen wir los und ich habe mir selber noch nicht angeguckt, was im Battle Pass drin ist. Das heißt, ich werde mit euch ein bisschen live darauf reagieren. Wir werden uns die einzelnen Sachen anschauen. Davor müssen wir uns aber erstmal den neuen Battle Pass kaufen. Der kostet erneut 1000 Valorant Points, also so knapp umgerechnet 10 Euro und ist im ersten Battle Pass in meinen Augen ein ganz guter Deal gewesen. Ja, was wir direkt mal freischalten durch den Kauf des Battle Pass, ist ein sehr, sehr schöner Ares-Skin. Hört auf den Titel Schwarmdenken und gefällt mir persönlich relativ gut. Werde ich direkt mal ausrüsten und dann gucken wir uns den Rest des Passes an. Denn, wie gesagt, auf Stufe 1, die Premium-Stufe, kriegt man diesen Schwarmdenken-Ares-Skin. Auf Stufe 2 machen wir weiter, kriegen wir einen kleinen Anhänger von Split. Ja, mal wieder so ein kleines Diorama, so eine Miniatur, die wir an die Waffe hängen können. Finde ich erneut ganz schön, wir können auch ein bisschen mehr reinzoomen. Mir gefallen diese Sachen ja sehr schön, diese Anhänger hatten wir in der ersten Season ja auch. Da war es von Ascent, man sieht sogar hier die kleine Schildkröte, hier hinten der große Turm von Kingdom. Ja, sehr, sehr schick. So, dann die ersten Raider Need Points. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich hoffe, da sind ein paar mehr von drin als in der letzten Season, denn gefühlt hat man davon viel zu wenig, auch wenn einige von euch argumentieren werden, dass Valorant Points allgemein fehlen. So, Stufe 4 gibt uns ein kleines Spielerbild mit einer Judge. Okay. So, Stufe 5 bringt uns dann eine Spectre. Ebenfalls im Schwarmdenken, Thema, also scheinbar heißt dieses ganze Set einfach Schwarmdenken. Gefällt mir gut, also ich mag diesen organischen Look, den das Ganze hat. Ich muss zugeben, mich erinnert das Ganze wirklich an das Reaver-Set. Wir haben da schon in dem Ankündigungsvideo drüber gesprochen. Man sieht es hier auch so schön, diese ganzen Waben, die hier drin sind. Sieht wirklich sehr fein aus, auch hier oben die Kristalle, also sehr, sehr schön. Aber ist natürlich wie üblich mit allen Skins immer Geschmackssache. So, dann gratis Kapitelbelohnung, wenn man Stufe 5 abgeschlossen hat, ist einmal das Chicken und ein Titel, der auf den Titel Huhn hört. Ja, also wer im kompletten Chicken-Look laufen möchte, der kann sich das Huhn ausrüsten, der kann sich den Titel geben, man kennt's. So, gehen wir auf die nächste Stufe, Stufe 6. Kriegen wir ein Spray, nicht irgendwie animiert, sehr schade. Stufe 7 bringt uns einen weiteren Talisman. Ein arbeitender Dino. Ich glaube, das sind tatsächlich diese Dinos oder diese Tiere, die auf Ascent rumsitzen. Da sind ja an vielen Stellen tatsächlich so Stofftiere gesetzt, die so ein bisschen weird positioniert sind und irgendwie Dinnerparty haben und sowas. Vielleicht aber auch gehört auch zu einer anderen Map. Vielleicht gehört auch zu Split. Ich bin mir nicht so ganz sicher gerade. So, dann nochmal Raider Need Points. Sehr schön. Spielerkarte, Schweine können fliegen. Ja, hier sehen wir im Hintergrund tatsächlich Ascent und ich glaube, das ist eine Anspielung auf diesen Butcher-Shop, denn an der Wand von dem, das ist, wenn man zum Spot A geht, sieht man an der rechten Wand tatsächlich ein Schwein, was da drauf gemalt ist und wenn wir bedenken, Ascent fliegt, macht es schon Sinn, Schweine können fliegen. So, Stufe 10 bringt uns die nächste Waffe und also das haben wir ja schon so ein bisschen im Trailer gesehen, aber wenn ich mir diesen Polyfox-Skin hier anschaue, wow, finde ich deutlich schöner, als er im ersten Moment aussah. Wow, der sieht halt richtig, richtig stark aus, ne? Also das gefällt mir sehr schön. Also das gefällt mir richtig, richtig gut mit dem Fuchs hier drauf. Hat so ein bisschen was von der Convex hier, dass es das hier so ein bisschen, glitzert. Nice, richtig, richtig nice gemacht. So, dann Stufe, also beziehungsweise gratis Kapitelbelohnung ist mal wieder ein Anhänger. Haben wir auch in Episode 1 schon gehabt. Aber das war Akt 1. So, weiter geht's. Okay, es geht weiter mit dem Polyfox Thema, sag ich mal, an der Stelle. Sehr schöne Spielerkarte, die hätte ich sehr gerne. So, dann Graffiti Depp Team. Okay, hier quasi das Sprengteam, Breach und Race. Dann nochmal Raider Need Points. So, dann haben wir hier den Anhänger zum Polyfox dazu. Auch sehr schön. Dieser ganze Stil des Sets. Weiterer Polyfox-Skin für die Bulldog. Auch sehr, sehr schön. Also dieses ganze Muster gefällt mir. So, gratis Kapitelbelohnung sind erneut Raider Need Points und so, und dann haben wir noch den Titel Fuchs. Also, finde ich ganz schön, dass man das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Also, alles viel auf die Stile ausgelegt. Sehr, sehr nice von der Idee her. Gut, dann die Polyfox. Oh, direkt noch eine Sheriff hinterher.
Auch richtig, richtig nice. Hier noch so ein bisschen so ein Sunset-Effekt drauf. Hier ein bisschen heller, da ein bisschen dunkler. So, dann Killjoy ID auf Stufe 17. Kein Zwiebelkerlchen. Okay, auf Stufe 18. Stufe 19 bringt uns Raider Need Points. So, dann der nächste Polyfox-Skin für die Guardian. Also, die hauen echt raus mit den Skins, muss man hier sagen, ne? Also, das sind jetzt, glaube ich, 4 Skins. Also, das sind wirklich viele Skins. Eins, wir gucken am Ende nochmal durch. Das ist echt krass. Also, die machen keine Gefangenen diesmal. So, dann gratis Kapitelbelohnung. Huhn ist raus. Das haben wir schon in der Beta gesehen. Und ich glaube, das hier ist eine Anspielung darauf, dass viele Leute sich beschwert haben, dass dieses Spray nach der Beta verschwunden ist. So, Stufe 21. Okay, Cheetah gewinnen nie. Mehr Raider Need Points auf 22. Oh, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist tatsächlich der Frosch, der auf Split ist. Frosch mit Hut. Da steht in Mid, steht im Grunde genommen so eine riesige Froschstatue. Und wenn ihr mal da drauf springt, die hat so einen winzigen Hut auf dem Kopf. So, Stufe 24 bringt uns einen Goat, also Greatest of All Times. Sehr schön, also sehr schönes Spray. Wäre natürlich schöner, wenn es animiert wäre. Zumindest so ein kleiner Glitzereffekt oder sowas. So, Stufe 25 bringt uns dann schon die Wendel. Also sehr früh diesmal im Battle Pass. Ja, gefällt mir auch hier wieder richtig gut. Wie gesagt, ich mag diesen Stil von dem Schwarmdenken. Ich vermute, im Englischen heißt er irgendwas mit Hive Mind oder so. Sehr, sehr cool. So, Stufe 26, auch eine Wendelkarte. So, 26, geht's weiter mit der traurigen Krabbe. Die kennen wir auch von Split. Stufe 27, mehr Raider Need Points. Kann man nie genug von haben. So, Stufe 28. Gesucht Taktikhäschen. Okay, ein weiteres Graffiti. Und das ist tatsächlich zu 100% eine von den Figuren, die auf Ascent rumsitzen. Ich weiß nicht, warum der Hase ein Messer hat. Wer hat ihm wehgetan? Stufe 29, Schwarmdenken-Karte. Okay, ich weiß nicht, ob das irgendwas Lore-mäßiges sein soll oder ob das einfach so die Grundidee vielleicht hinter dem Skin war, weil ich meine, Schwarmdenken, eine denkende Einheit, viele folgenden Drohnen quasi. I don't know. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Also sieht wirklich interessant aus. So, Stufe 30 bringt uns dann die nächste Skin Collection. Die haben wir auch schon im Trailer gesehen. Hört auf den Titel Red Alert und der erste Skin ist für die Bucky. Okay, da ist ein Hai drauf. Gefällt mir von... Also ich habe tatsächlich im Trailer, als ich die gesehen habe, gesagt, die erinnert mich so ein bisschen an die Prisma Collection. Und dabei bleibe ich auch. Also so diese sehr metallische Farbgebung. Aber ich finde die richtig stark. Auch mit diesen leichten Farbakzenten hier und hier. Wow. Stark. Richtig, richtig stark. So, die Gratis-Kapitelbelohnung. Dann ist ein weiterer Buddy. Und diesmal ist es ein Bär. Oh mein Gott, ein Bär mit einer Uzi. Na gut. So, Stufe 31. Okay, hier ist irgendwas explodiert. Oh, das könnte tatsächlich die Explosion sein, die auf Ascent stattgefunden hat. Bevor das Ganze dann quasi in den Himmel gestiegen ist. So, Stufe 32, mehr Raider Need Points. So, dann sehen wir den Red Alert Anhänger. Ja, okay. Stufe 34, keine Zeitgraffiti animiert. Sehr schön, sehr, sehr schön. Haben wir viel zu wenig bisher von drin, von animierten Sachen, aber das gefällt mir richtig gut. So, Stufe 35 bringt uns einen Stinger-Skin. Spielt jemand die Stinger? Ich nicht, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber auch hier wieder, ich mag diese Akzente an der Waffe. So, dann mehr Raider Need Points und der Titel Catalyst. Okay, sehr nice. So, Stufe 36. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende. Cypher Cam. Stufe 37 bringt uns ein weiteres Diorama, diesmal von Heaven. Okay, sichere Zuflucht heißt das Ganze. Aber zumindest hat es diesen Stil. Also es soll tatsächlich Haven sein, weil man sieht ja hier auch diese vom Raider Need zerstörten Drumherum-Dinger. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So, Stufe 30 bringt uns eine weitere Spielerkarte. Und die soll natürlich ein bisschen an den ersten Kurzfilm erinnern, den wir gesehen haben. Dieser epische Kampf zwischen Jet und Phoenix. Sehr coole Karte. So, Stufe 39, wieder Raider Need Points. Dann, die ist ja richtig schick. Holy moly. Wow. Also, die gefällt mir mal richtig, richtig gut.
Ich mag einfach diese Effekte auf der Waffe. Wenn man, ich weiß nicht, wie gut das im Video rüberkommt. Das ist schon ziemlich fancy. Also richtig nice Classic hier. So, dann die gratis Kapitelbelohnung ist dieses Spray, was auch immer das darstellen soll. Auf jeden Fall animiert. So, dann kommen wir zu Stufe 41. Mehr Raider Need Points. Stufe 42. Odin Spielerkarte. Stufe 43. Das finde ich sehr funny, weil mich das so ein bisschen an dieses All is Fine Meme erinnert. Wo jemand in einem brennenden Raum sitzt. Ich glaube, das soll eine Anspielung darauf sein. Finde ich ganz cool, dass man sich so ein bisschen der Memes im Internet bedient. Sehr schön, auch vom Stil her. So, Stufe 44. Hier haben wir den King, den kennen wir von Split auch. Von diesem Coffee Shop. So, dann... Wow. Hossa. Oh mein Gott, die Operator ist ja insane. Wow. Also, hätte ich nicht die Drachen-Operator, hätte ich hier wahrscheinlich meinen Lieblings-Operator gefunden. Weil diese ganze Farbgebung, dieses Schwarz, dieses Rot, diese Akzente. Wow. Also, für mich ein absoluter Volltreffer. Also, hands down. Krass. So, gratis Kapitelbelohnung ist dann ein kleiner Mini-Spike. Ja, und damit kommen wir zu den letzten 5 Stufen. Wir haben ein Graffiti, überwinde deine Grenzen. Ich frage mich gerade, ändert das vielleicht die, Oh ja, guck mal, tatsächlich. Wenn ich hier draufklicke, ändert es die Sprache. Das ist ja cool. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn du das Ding sprühst, wird es diesen Valorant-Spruch, überwinde deine Grenzen, in einer anderen Sprache zeigen. Also potenziell könnte es passieren, dass wir hier klicken und auch die deutsche Version kommt. Ja, überwinde deine Grenzen. Wie cool ist das denn bitte? Okay, das ist ziemlich smart und ziemlich cool, weil du sprayst und jedes Mal kommt was anderes. Das gefällt mir. So, Stufe 47 ist ein Plattenspieler. Okay, für mich ein bisschen random, aber vielleicht eine Andeutung auf die coole Musik, die Valorant unter die Trailer legt. So, Stufe 48, was ist das denn? Der Weg nach vorne. Oh, warte mal, dieser Titel in Kombination mit dieser Sache, ist das unser Teaser auf den nächsten Helden? Denn im ersten Battle Pass war ja auch ein Killjoy-Teaser drin und jetzt haben wir das hier. Ich glaube, es ist sogar ziemlich ungefähr die gleiche Stufe. Kriegen wir vielleicht einen Helden, der irgendwie einen Vogel hat oder sowas? So zur Aufklärung? So UAV-mäßig? Oh, das lässt viel Raum für Spekulation. Damit müssen wir uns definitiv noch beschäftigen. Aber das ist halt krass, weil das, also der Weg nach vorne, das impliziert ja schon, dass es was mit dem nächsten Helden zu tun haben könnte. Ja, huch. Okay, I take it. So, Stufe 49, mehr Raider Need Points und Stufe 50, dann das wunderbare Schwarmdenken-Knife. Ich würde das gerne hier angenehmer zeigen, aber irgendwie kann ich es nicht vernünftig packen. Ja, dazu gratis Kapitelbelohnung, noch eine Shorty. Die sieht halt richtig gut aus. Also mir persönlich gefällt. Also mir gefällt das Schwarmdenken-Set, euch vielleicht nicht, aber finde ich halt schon ziemlich nice. Und, huch, was ist das denn? Ein riesiger Raider Need-Kristall. Okay. Experiment 011. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Die Sachen werde ich mir noch ein bisschen genauer angucken. Was ich hier sagen muss, also eine Menge Waffen drin diesmal gefühlt. Ich glaube, Raider Need Points sind ungefähr die gleiche Anzahl. Wenn ich das richtig überschlagen habe, so um die 130. Wir können noch mal ganz kurz zur Sicherheit alle einmal durchgehen und mal eben kurz gucken, nicht, dass ich da falsch liege. So, wir haben 10. Wir haben 20. Wir haben 30, wir haben 40, wir haben 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120? Vielleicht habe ich irgendwo verrechnet, aber 120, wenn ich das richtig überschlagen habe. Steine ich mich nicht, falls es falsch ist. Ist nicht die Welt, gerade wenn man sich regelmäßig Waffen kauft. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass ein paar Valorant Points selbst drin wären. Aber ganz ehrlich, für den Gegenwert von 10 Euro, richtig tolle Waffen in meinen Augen. Also ich kann zumindest sagen, auf dem Papier ist es das für mich definitiv wert. Deutlich besserer Battle Pass als in der ersten Season noch. Und den habe ich auch durchgespielt. Aber
Das gefällt mir richtig gut. Die Buddies sind ein bisschen weird, die Sprays teilweise auch, aber die Waffen selbst finde ich fantastisch. Also allein dieses Polyfox-Set. Gut, schreibt ihr mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und ja, viel mehr gibt es an der Stelle gar nicht zu sagen. Also ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream und kommentiert fleißig.